Im Januar 2009 produzierte der britische TV-Reporter Robert Moore für seinen Sender ITV eine TV-Reportage über die Gaskrise in Bulgarien. Die CNN kaufte diesen Beitrag und strahlte ihn am 9. Januar 2009 weltweit aus. Er zeigt, wie die Einwohner der bulgarischen Stadt Pleven mit den Auswirkungen der Gaskrise zu kämpfen haben. Diese Frau, so erzählt uns der Kommentator, klagt darüber, dass sie zu den üblichen finanziellen Problemen nun auch noch Heizprobleme hätten. Bulgarien, so heißt es, müsse nun den Preis bezahlen für die totale Abhängigkeit von den Gaslieferungen Russlands. Die nächsten Bilder zeigen uns das Heizkraftwerk von Pleven. Dort seien die Gaslieferungen schon längst eingestellt und deshalb zeigt folgender Zähler auch nur noch Nullen an. Und nun zeigt uns Journalist Robert Moore die Pipelines, die sonst das Gas nach Bulgarien bringen würden. Als offizielles Statement der bulgarischen Regierung gibt es noch ein Interview mit Sergei Stanishev, dem bulgarischen Premierminister. Er erklärt, dass Notfallmaßnahmen für die Sicherstellung der Heizung ergriffen werden. Und zum Abschluss gibt es dann nochmal ein herzergreifendes Bild, wie sich bulgarische Kinder über einem Ofen die Hände wärmen. Aber das war doch nicht die ganze Wahrheit, oder? Ist das etwa nur die halbe Wahrheit? Nein, Leute, die Geschichte ist von vorne bis hinten erstunken und erlogen. Robert Moore war zwar in der bulgarischen Stadt Pleven, aber die Lebensumstände dort sind in keiner Weise so, wie es uns der Journalist hier glauben machen will. Das Haus, dessen Bewohner uns hier gerade vorgeführt werden, steht in einem abgelegenen Stadtteil von Pleven, der ein Roma-Slum ist. Dieses Haus ist noch nicht einmal ans Gasnetz der Stadt angeschlossen. Somit können die Bewohner auch in keinster Weise von der Gaskrise betroffen sein. Als ein bulgarischer Fernsehjournalist die Bewohner des Hauses befragt, stellt sich heraus, dass keiner von denen genau wusste, was dieser englischsprachige Mann eigentlich von ihnen wollte, außer dass er einen Film drehen wollte. Die Mitarbeiter des Heizkraftwerks in Pleven gaben Moore ausdrücklich zu verstehen, dass noch genügend Gasreserven vorhanden sind und dass zurzeit noch keine Engpässe bestehen. Und auch die Gaspipelines, die Moore uns hier höchstpersönlich zeigt, sind aktuell noch in Betrieb. Into this town of Pleven, but none is arriving. Im Interview mit dem bulgarischen Premierminister lässt Moore den Teil weg, in dem er sagt, dass Notfallmaßnahmen ergriffen werden für den Fall, dass es zu Lieferengpässen kommen sollte. Und auch das Abschlussbild der frierenden Kinder über dem Ofen ist einzig und allein für die Kameras gestellt worden. Der Ofen war noch nicht einmal angeschaltet. Und das war nun ein Bericht vom weltweit renommierten Fernsehsender CNN. Obwohl in der Tagesschau die Bilder von Moore nicht gezeigt wurden, wird auch hier 5 Tage später berichtet, dass die Menschen in Bulgarien bereits am Frieren seien. Wer jetzt wissen möchte, warum Moore so einen Bericht fälschen sollte, dem möchte ich als Denkanstoß mit auf den Weg geben, dass genau 6 Tage vor Moores Bericht die EU verkündet hat, dass sie sich nicht in den Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine einmischen wird. Und was sagt CNN zu den Vorwürfen? Gar nichts. Keine Entschuldigung, keine Gegendarstellung, gar nichts. In der gesamten westlichen Presse wird darüber nicht ein Wort verloren. Einzig und allein in 2 Schweizer Zeitungen, dem Tagesanzeiger und der Basler Zeitung, werden die Fakten aus Moores Bericht richtiggestellt. Nicht einmal mein Lieblingsmagazin im Fernsehen, Zapp vom NDR, das sonst die Fehler der Kollegen schonungslos offenlegt, traut sich hier den großen Bruder CNN an den Pranger zu stellen und einen der schwerwiegendsten Fälle von Verletzung journalistischer Ethik offenzulegen. So, das war's für heute. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Nachrichten lügen.
Und ich schätze, das wird nicht allzu lange auf sich warten lassen, denn die nächste große Nachrichtenlüge ist schon längst über den Äther gegangen.